Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast. Diese Woche noch nicht mit Folge 13, die kommt in wenigen Tagen, aber mit dem Interview zu Folge 12 Eritrea, nämlich mit Eritrea-Experte Dr. Akilu Girmayi. Viel Vergnügen. So, herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast. Diese Woche mit Folge 12 und ich habe einen Interviewpartner zum Thema Eritrea mit bei mir. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen, Herr Dr. Akilu Girmayi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich bin ja auf Sie durch eine klassische Internetrecherche aufmerksam geworden und Sie sind ja auf vielen Gebieten auch rund um Eritrea schon tätig gewesen und auch aktiv. Und ich dachte mir, da wir ja heute wahrscheinlich über viele Themen sprechen, die jetzt nicht allzu positiv oder nicht allzu stark nach vorne gehen, fangen wir vielleicht mit einem positiven Thema an, nämlich Ihrem Buch. Das war so ein bisschen der Grund, wie ich auf Sie aufmerksam wurde. Nämlich, Sie haben 2005 schon ein Buch veröffentlicht. Ich kann vielleicht mal kurz vorlesen. Eritrea zwischen Einparteienstaat und Demokratie. Die Bedeutung der Opposition im Demokratisierungsprozess. Vielleicht so als Einstieg, was war denn damals Ihre Motivation oder wie hat sich das vielleicht auch dann auch in der Zeit seit 2005 so ein bisschen verändert? Also damals war meine Motivation eigentlich, das war ein Dissertationsthema, mein Doktorarbeitsthema bei der Universität Frankfurt am Main, wo ich auch viel zum Thema Eritrea recherchiert, damals auch geschrieben habe. Und damals wollte ich auch das Thema Eritrea auch verfestigen. Der Bedarf war eigentlich, es wurden viele Bücher über Eritrea geschrieben, aber nicht zum Thema Demokratie. Die Autoren waren auch meistens Europäer, Amerikaner, Ausländer eigentlich. Und obwohl viele Eritreer im Ausland gibt, in Amerika, in Westeuropa, die auch studiert haben, keine Worte zum Thema Eritrea was schreiben, weil wenn man zum Thema Eritrea was schreibt, muss man auch die Wahrheiten auch darlegen. Ja. Thema Menschenrechte, Demokratie, Defizite, die ganzen Schwierigkeiten in Eritrea, das ist ja quasi Diktatur und keine wollte sich irgendwie sich mit der Regierung anlegen. Ja? Und aus diesem Anlass habe ich da auch gesehen, als meine Verpflichtung über das Thema Eritrea und Demokratie. Das wäre das Versprechen der damaligen Befreiungsbewegung eigentlich. Nach der Unabhängigkeit wollte man in Eritrea eine Demokratie einführen, Menschenrechte, wirklich eine gute Verfassung, die alles auch betrachtet. Und das wurde nicht umgesetzt. Und das Thema, weil ich auch damals auch das Thema Menschenrechte in Eritrea, Demokratie in Eritrea auch sehe, war der Anlass eigentlich, dass ich über das Thema Eritrea und Demokratie und die Rolle der Opposition auch darzulegen. Das war der Anlass eigentlich. Interessant, ja. Das ist halt, ich meine, der Titel trägt es ja schon in sich. Einerseits ein Parteienstaat und dann die Bedeutung der Opposition. Das heißt, Sie wollten wahrscheinlich auch damit ein wenig auflockern aufwecken vielleicht. Und was ich ja sehr interessant finde, ist, dass ist ja vergleichbar mit wenig anderen Ländern eigentlich einen extrem langen Unabhängigkeitskampf eigentlich als solchen gab und das zumindest aus meiner Perspektive, ich habe mich jetzt natürlich relativ oberflächlich nur damit auseinandergesetzt, aber dass ja nach Ende des Unabhängigkeitskrieges sich eigentlich nicht viel verändert hat, oder? Sogar noch schlimmer, das kann man nicht sagen. Also, wenn man also irgendwie rückblickt, nach 30-jährigen Krieg, also Unabhängigkeit in Eritrea, war ja die Hoffnung sehr groß. Also damals galten die Befreiungsbewegungen als innovativ, stark, modern, emanzipiert, bezüglich der Frauengeschichte auch. Weil wenn man bedenkt, in afrikanischen Verhältnissen, auch in europäischen Verhältnissen, fast alle 30% der Befreiungskämpferinnen, Kämpfer waren Frauen eigentlich. Ja. Die haben also mitgekämpft im Krieg, die sind auch gefallen. Deswegen hat man besonders auch von westeuropäischen, amerikanischen Seite, also von der Diaspora aus, an Eritrea große Hoffnung gesetzt, ja, für Afrika. Also damals hat man Eritrea alles
als Hoffnungsträger für Demokratie, Entwicklung und Innovation betrachtet. Ja. Und diese Erwartung wurde auch nach der Unabhängigkeit, nach der Erklärung der Unabhängigkeit auch erwartet, wurde auch versprochen, dass man Demokratie führt, freie Wahlen führt. Und diese Hoffnungen wurden dann später enttäuscht eigentlich. Weil das heißt, wenn man bedenkt, fast über die Hälfte der Eritreer leben im Ausland. Ja? Über die Hälfte. Also man kann dazu sagen, es sind 5 Millionen Einwohner, was ja nicht viel ist. Ne? Es ist wirklich kein großes Land. Also ich glaube, Ihr Heimatbundesland Hessen hat richtig, mehr Einwohner richtig, als Eritrea. Ja. Ne? Ja, das stimmt, ja. Also wenn man betrachtet. Und wenn man dann, das ist ja so auch die Annahme auch, fast die Hälfte der Menschen leben im Ausland. Das sind auch junge Menschen eigentlich auch. Und besonders seit in den letzten 10 Jahren sind über, das sind, also UNO-Zahlen, also keine Schätzungen, das sind innerhalb von, in den letzten 5 Jahren sind über 400.000 junge Männer und Frauen nach Westeuropa. Boah, heftig, heftig. Das ist schon eine enorme Zahl eigentlich, ja. Und die werden ja auch wieder Kinder haben und weitere Nachfahren. Richtig, das sind ja von 18 bis zum 35-Jährigen eigentlich, ja. Das ist auch die Zukunft der Eritreas eigentlich, ja. Und wenn man das betrachtet eigentlich, ja, das war ja dann die Hoffnungslosigkeit eigentlich der Anlass gewesen, die Unterdrückung, dieser unendliche Militärdienst, was Sie vielleicht mitbekommen haben. Natürlich, ja. Der feiert jetzt gerade, habe ich gelesen, sein Jubiläum nach 25 Jahren. Richtig, das ist so paradox eigentlich, ja, es ist ja schon, und das war eigentlich der Anlass eigentlich, dass man an Eritrea große Hoffnung gesetzt hat. Wir hatten auch das Potenzial auch, viele wollten ja auch damals nach der Unabhängigkeit nach Eritrea zurückkehren. Ah, okay, ja, das wäre meine nächste Frage tatsächlich, haben Sie mir schon vorweggenommen. Wenn so eine Unabhängigkeit besteht, da ist doch ein großes internationales Interesse, da sind doch wahrscheinlich auch viele Fördergelder und Programme, sei es irgendwie von IWF oder UN. Da gibt es doch viele wahrscheinlich auch Möglichkeiten, die das dann hätte auch verändern können, oder nicht? Auf jeden Fall. Es gab also viele Programme, auch unabhängig davon auch, vom ausländischen Geldern auch. Auch die Eritreer selbst, die in Amerika leben, in arabischen Ländern leben, hier im Westeuropa leben, wollten auch alles zurück nach Eritrea. Die wollten, einige sind ja gebildet, einige haben auch Geld und die wollten alles investieren. Aber die Regierung hat das alles blockiert. Regierung heißt in dem Fall auch die Unabhängigkeitskämpfer. Die jetzige, ganz genau, das ist die gleiche, identisch seit vielen Jahren, seit 37 Jahren mittlerweile. Und weil Sie ja sagten, 30 Jahre, das heißt ungefähr in den 60ern ging es los bis in die 90er rein. Die meisten Auseinandersetzungen, die ja auch gerade in dieser Phase stattfanden, waren ja, wenn es in der Weltpolitik war, meistens auch, wenn nicht direkt, dann zumindest indirekt beeinflusst von dem Ost-West-Konflikt, also Sowjetunion, USA. Gab es da auch eine ideologische Zuordnung, die Sie sagen würden in diesen Bürgerkriegs- oder Unabhängigkeitsbewegungen? Sind die irgendwie politisch zu verorten? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die kann man also klar links verorten, kommunistisch angehaucht. Kommunistisch, okay. Das war die Ideologie auch. Die Annäherung mit den Ostblockländern war sehr groß, obwohl paradox war Äthiopien damals nach 1975, nach dem Abschluss des Kaisers, gab ja diese Militärjunta in Äthiopien, die waren auch kommunistisch eigentlich. Ja? Ja. Und diese beiden Lager haben die, also die, beide haben Kommunismus propagiert eigentlich, ja, beide Lager eigentlich, also Eritreische Befreiungsbewegung und der, also das damalige Militärregime in Äthiopien eigentlich, ja. Das ist ein Paradoxon irgendwie, ne? Paradox, ja, Paradox auf jeden Fall. Aber die Eritreische Revolution war eigentlich der Vorgänger. Die haben ja schon 1991 begonnen, diese damalige Befreiungsbewegung auf der Welt, also Algerien, Westafrika, Asien, richtig. Ja, Kommunismus. Also Vietnam, Kambodscha und so weiter, das waren die Vorbilder. Und es gab auch starke Verbindungen zu China, also Kulturrevolution damals in den 60er Jahren auch. Das waren die Verbindungen, das waren auch die ideologischen Grundlagen auch gewesen, wo dann Eritrea, also die Eritreische Revolution, sagen wir jetzt, wirklich davon überzeugt war, dass man später in Eritrea ein kommunistisches Land oder sozialistisches Land aufbauen wollte. Mit der Zeit, mit dem Ende des Kommunismus, mit der Wende, gab es dann Liberalisierungs-
Ja, wo man auch freie Marktwirtschaft einführen wollte, Demokratie und die ganzen Geschichten mit Menschen. Ja. Aber das ist offensichtlich noch nicht in dem Maße geglückt wahrscheinlich. Ne? Jetzt ist es ja so, Noch. dass zumindest so aus der Perspektive, wenn man sich die kriegerischen Auseinandersetzungen ansieht, ist es ja eigentlich nur noch mal 1998 zu einem Wiederaufkochen des Konfliktes um die Grenze gekommen. Und seitdem ja eigentlich Frieden, oder? Eigentlich herrscht doch in diesem Land, wird man heute sagen, Frieden, oder? Wie ist das? Stillstand, ja. Also das heißt, der Premierminister Äthiopiens hat ja die Initiative genommen, 1900, ja, also letztes Jahr, also im Ja, Jahr Abiy 18, Ahmed meinen wo Sie, er ne? an die Also Macht der kam, Abiy aktuelle. Ahmed, ganz genau, richtig. Und dann hat er, ist er dann auf die äthiopische Regierung zugegangen. Dann gab es dieses Friedensabkommen, und also die Grenze wurde aber nur für bestimmte Zeit. Und dann nach 2 Monaten ist dann die Grenze wieder zugemacht worden von der äthiopischen Regierung, um die Flucht zu verhindern. Ja, viele sind ja, nachdem die Grenze offen war, viele junge Menschen, Familien sind einfach nach Äthiopien übergesiedelt. Also quasi noch mehr als sonst auch Noch schon, weil mehr ich glaube, als es sonst. fliehen ja quasi permanent trotzdem. Permanent, aber noch schlimmer. Also das heißt, also letztes Jahr im August waren es fast Familien. Das heißt, Dörfer sind einfach entwurzelt worden. Familien sind einfach weggegangen eigentlich. Ja, und das ist dann noch schlimmer geworden. Und deswegen hat dann die äthiopische Regierung die Grenze von sich aus geschlossen. Und das in Eritrea hat sich eigentlich innenpolitisch nichts geändert. Es ist noch sogar noch schlimmer geworden. Die Repressionen sind noch stärker. Zuletzt wurden, vielleicht haben fast über 20 katholische Kliniken und Hospitäler zugeschlossen und auch verstaatlicht von der Regierung. Mit der Begründung, es gab keine Begründung, aber das war ein Racheakt an die katholischen Bischöfe, an die äthiopischen katholischen Bischöfe, weil sie im Osten im Pastoralbrief übrigens das dritte Mal überhaupt, die Regierung aufgefordert haben, Demokratie, Menschenrechte Ja. einzuführen und auch das Land auch zu liberalisieren eigentlich, ja. Ja. Und das war sozusagen die Racheakt gewesen an Interessant, die ja. katholische Es Kirche. ist ja, es nimmt ja einen sehr großen Stellenwert an, gerade auch die katholische Kirche. Ich weiß nicht, ich habe jetzt immer gelesen von der eritreisch-orthodoxen Kirche. Vielleicht können Sie da ein bisschen zu sagen, weil Eritrea hat ja auch eine sehr, sehr lange christliche Tradition eigentlich. Und die Richtig. müssten ja eigentlich eine sehr feste Institution auch darstellen aktuell, oder? Die Richtig. Kirche. Also die Eritreer sind ja zu 50% Christen und zu 50% Moslems. Okay. Ja, und von den Christen sind über 45% orthodoxe Christen. Okay. Und die restlichen circa 5% sind Katholiken und Protestanten. Ja, jetzt in Bezug jetzt auf die orthodoxe Kirche, das wissen Sie ja vielleicht aus Ostblockländern, die Orthodoxen sind ja immer in der Nähe der Regierungen gewesen, an die Machthaber gewesen, überall, Ja. das Traditionelle so eigentlich. Ja. Das kann man in Russland betrachten, in Rumänien, Griechenland, in Eritrea so, ebenso auch in Äthiopien auch. Ja. Also historisch meinen Sie oder Historisch, aktuell? historisch, Historisch, ja. immer, ja, auch von der Struktur her. Historisch auch. Die sind ja von der Stadt irgendwie abhängig gewesen, ja, Ja. bezüglich der Finanzierung. Deswegen haben sie keine eindeutige Meinung, also oder halten sie es zurück. Aber die katholische Kirche ist in der glücklichen Position, dass sie auch ihre Meinung sagen kann, ihre Meinung schreiben kann, ihre Meinung auch fördern kann. Ja. Jetzt in Bezug auf die Tradition, Eritrea, also Äthiopien, also Abessinien allgemein. Also Abessinien ist ja ein Oberbegriff für jetziges Eritrea und Nordäthiopien, also Tigray-Region. Ja, Ja. das war ja der Kern von Abessinien gewesen. Also nicht Amhara-Region und sowas, das war ja nicht Abessinien. Diese Region, also diese Abessinien, das heißt jetziges Eritrea und Nordäthiopien, Ja. ja, Tigray-Region und einige andere Regionen, sind ja die ersten christlichen Gebieten gewesen auf der Welt, nach Echt? Armenien. Hey. Wir hatten schon Christentum schon im ersten Jahrhundert und schon im dritten Jahrhundert wurde dieser Gebiet auch
also vielleicht ist es ein Begriff für Sie, Aksumreich ist ja heutige Abessinien, ist vergleichbar, war ja der erste Königreich, wo Christentum als Staatsreligion eingeführt worden ist und die Menschen wurden zwangskristallisiert. Ja? Das heißt, es gibt die ersten Kirchen seit dem 3. Jahrhundert in unserer Gegend und dadurch ist die Religion für uns sehr wichtig, auch fest in der Tradition, das ist ein Teil der Gesellschaft eigentlich, ja. Und das kann man auch nicht trennen eigentlich. Bis jetzt hat sich diese Tradition auch stark fortgesetzt. Und das ist dann erst quasi mit Aufbegehren des Unabhängigkeitskrieges so ein bisschen in Konflikt geraten mit den Führungen des Landes. Also dass die jetzt heutzutage offensichtlicher im Clinch liegen, mindestens mit richtig, den Kirchen, oder? Richtig, ja. Besonders nach der Unabhängigkeit, die haben das auch unterstützt, auch die Religionen auch. Und weil die Erwartungen enttäuscht worden sind, haben sie dann dieses Verlangen nach Gerechtigkeit, Unabhängigkeit, Frieden, Meinungsfreiheit, Demokratie auch verlangt. Das ist diese Tradition eigentlich. Ja. Also die Eritreer sind eigentlich sehr gläubig, ja, sehr gläubig, tiefgläubig. Daher und paradoxerweise hat dann die eritreische Regierung den Patriarchen, das heißt, dass der Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Eritrea selbst abgesetzt. Das gibt es ja nicht eigentlich, die Regierung, obwohl ihr von Welt Bischöfen der orthodoxen Kirche gewählt wird, ja, und eigenmächtig abgesetzt, weil er die Regierung kritisiert hat. Das war vor 14 Jahren. Der steht jetzt im Hausarrest eigentlich, ja. Und das ist schon, das gab es nicht in der Geschichte der Kirche überhaupt, ja. Soweit ist das eigentlich mit der Regierung, ja. So weit ist es gekommen. Das heißt, der einzige, ja, sag ich mal, Hoffnungspunkt, den man jetzt noch haben kann, weil ich schätze mal, politische Gegner oder sonstige Organisationen gibt es vermutlich nicht. Ist dann diese kleine 5%, sagen Sie bereits, der Anteil der katholischen Kirche, der noch im Land aktiv ist? Auf jeden Fall, das kann man sagen, weil die haben ja das dritte Mal eigentlich hintereinander seit 2000, alle 5 Jahre, Pastoralbrief ist in der katholischen Kirche, ich bin selbst katholisch, deswegen kenne ich mich da aus. Pastoralbrief, also alle Bischöfe, alle katholischen Bischöfe veröffentlichen jährlich während der Osterzeit einen Brief an die Gläubigen, ja, also Betrachtung der Welt, der Menschheit allgemein über die Gläubigen. Schön. Und das war dieses Anlass gewesen, die katholischen Bischöfe haben dann, das sind 4 Bischöfe insgesamt, gemeinsam in Bischofskonferenz gemeinsam eine Stellungnahme abgegeben, also so 30-seitiges Memorandum, wo sie direkt Demokratie, Menschenrechte verlangt haben. Auch die haben auch daran verlangt, auch dass die Jugendflucht irgendwie gestoppt werden soll. Ja, das war eine eindeutige Botschaft. Ja. Und das war anscheinend der Anlass gewesen, als Rache gewesen, diese Konfiszierung, Verstaatlichung der katholischen Einrichtungen, obwohl die für alle Menschen offen waren. Ja? Da wurden Christen, Orthodoxe, Moslems auch behandelt eigentlich. Ja? Wenn man bedenkt, Eritrea ist ja kein Deutschland, wo alles im Überfluss ist. Ja? Die Versorgung ist ja also minimal, es war Minimalversorgung für Menschen eigentlich. Ja? Und das ist paradox eigentlich. Ja? Man wollte damit einen Stempel statuieren. Es ist, wir bleiben, denke ich mal, hoffnungsvoll, was das angeht. Wie sieht es denn mit der anderen Hälfte der Bevölkerung aus? Gibt es denn von der muslimischen, entweder von der einheimischen muslimischen Bevölkerung oder vielleicht auch von der muslimisch-eritreischen Diaspora, gibt es denn da Ansätze, die in die, sag ich mal, regierungskritische oder oppositionelle Richtung gehen? Also im Ausland. Also alle Oppositionsbewegungen, Gruppierungen, Parteien sind nur im Ausland. In Eritrea gibt es diese Möglichkeit überhaupt nicht. Ja? Es gibt Versuche, also da hat man vor einem Jahr versucht, eine muslimische Schule zu schließen und darauf gab es dann ein paar Demonstrationen, aber die wurden sofort niedergeschlagen. Der Leiter der Schule wurde verhaftet und der ist auch im Haft auch verstorben. Das heißt, die Opposition findet in der Diaspora. Jetzt ist natürlich in vielen, sag ich mal, aussichtslosen Ländern oder andersrum vielleicht gesagt, wenn die politische Perspektive fehlt, kann es ja zumindest auch nochmal Hoffnung geben, wenn denn wenigstens die wirtschaftliche Perspektive den Menschen
ja, zumindest ein paar Mechanismen eröffnet. Wie würden Sie denn beschreiben, hat sich denn die Wirtschaft, die ja eigentlich sehr abhängig von der Landwirtschaft immer ist oder auch von den Naturressourcen, die ja vorhanden sind, wie hat sich die denn seit der Unabhängigkeit eigentlich entwickelt? Also gar nicht verschlechtert, ja. Also wie gesagt, am Anfang, als Eritrea unabhängig wurde, war ja die Hoffnung sehr groß gewesen. Viele wollten auch dort investieren. Es gab auch ausländische Investitionen, Versuche. Und ja, was hat dann die Regierung gemacht? Sie hat alles kontrolliert, auch die Wirtschaft kontrolliert, ja, von der Regierung aus, ja. Und freie Investitionen wurden nicht erlaubt. Diejenigen, die aus dem Ausland kamen, um etwas zu investieren, wurden abgeblockt, Lizenzen wurden verschleppt. Und ja, viele sind dann pleite geworden, wieder in die Diaspora wieder gegangen. Und für ausländische Investoren, also Firmen oder Staaten, die wollen ja auch Garantien haben, ja, diese Bürgschaften auch haben, Ja, ja, und Vertragssicherheit, ne? Vertragssicherheit, richtig, ja. Das gibt es ja nicht eigentlich, Gibt es ja. nicht. Also man Gibt es kann nicht, auch, ja. also wenn jetzt mal dummes Beispiel, wenn man sich ein Haus kaufen möchte in irgendwie Massawa oder Asmara, gibt es dann irgendwie Notar oder wie würde das vonstatten gehen, dass man Das wird da. überhaupt, also für einen Ausländer wird es nicht erlaubt eigentlich, ja, auch für einen Eritreer wird es auch nicht erlaubt. Das hängt von vielen Faktoren ab, ja. Wenn ich zum Beispiel in Eritrea etwas kaufen will, muss ich dann als erste Voraussetzung, ist ein Landfrage, ja. Und erstens aber muss ich bestimmte Voraussetzungen auch erfüllen, ja, wenn überhaupt auch ein Land gibt, ja, dann muss ich im Ausland die sogenannte Aufbausteuer, diese 2%ige Ja. Aufbausteuer, haben Sie vielleicht gehört, ja? Das ist, sagt man, Diaspora-Steuer, Aufbausteuer. Das muss man auch rückwirkend auch bezahlen, ja? Wenn man 20 Jahre hier gelebt hat, muss man rückwirkend auch aus Deutschland auch bezahlen. Die sind ja clever, die leben ja auch hier und die verlangen dann Lohnabrechnung. Ja? Dann sehen sie, ja, 2%, dann rückwirkend alles zurückbezahlen. Und das sind ja viele Sachen auch eigentlich. Ja? Das heißt, es gibt nur Hindernisse eigentlich, ja, etwas zu investieren, tätig zu werden. Die wollen eigentlich alles kontrollieren. Das ist die Maxime eigentlich. Ja? Sozusagen. Dieses Kontrollfreaks sind das eigentlich. Ja? Also Okay. die wollen alle Lebensbereiche kontrollieren. Ja? Auch Familien werden kontrolliert. Ja? Es gibt wie in der ehemaligen DDR auch Familienmitglieder auch, die auch ihre Mutter, Vater, Geschwister auch spionieren. Ja? Das heißt, So Stasi-Methoden, richtig? Stasi-Methoden, ganz genau, ganz genau. Spitzel gibt es auch hier im Ausland auch, also die wissen ganz genau, was ich gemacht habe, Akilio Grimai, was hat er am Wochenende gemacht, ich bin ja aktiv, bekannt. Die wissen ganz genau, wo ich was vorgetragen habe, was ich gemacht habe, was ich geschrieben habe. Am Wochenende gab es in Frankfurt auch eine Demonstration, da war ich auch ein Teil davon, auch mitorganisiert. Also die wissen alles eigentlich, ja. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, Sie sind ja auch selber aktiv für die Opposition in der Diaspora, ne? Das ist vielleicht auch Auch, wichtig. das ja auf jeden Fall, ja, auch. Und diejenigen, die auch im Ausland leben, haben auch Angst eigentlich, auch aktiv zu werden, weil sie die Befürchtung haben, wenn sie am Flughafen in Asmara ankommen, sofort verhaftet zu werden. Da gibt es so Blacklist und ja. Ist Und das denn, also haben Sie nochmal, ja, ich meine, es ist ja auch ein sehr hohes Risiko, aber sind Sie auch nochmal dieses Risiko eingegangen, nochmal zurückzureisen in der jüngeren Vergangenheit? nee, überhaupt nicht. Nachdem mein Buch veröffentlicht worden ist, also nicht mehr. Ich war zuletzt im Jahre 2004, bevor mein Buch veröffentlicht worden ist. Ja. Das war das letzte Mal und ja, das ist ein sehr hohes Risiko. Man ist dann sofort verschwunden. Ohne Anklage, ohne Verfahren, Gerichtsverfahren, wie die anderen Minister, Funktionäre vor 20 Jahren auch. Die sind verschwunden, keiner weiß, wo die sind. Das heißt, die haben quasi damals abgewogen, will ich etwas für meine Mitmenschen oder mein Land machen und werde laut oder ich schweige und kann quasi weiterhin nach Hause fahren, ne? Das ist dann so. Richtig, das war, weil meine Eltern da haben auch damals gelebt, also mein Vater lebte immer noch, mein Bruder auch. Das war die Abwägung eigentlich, ja. Und ich kam dann zu der Entscheidung, ich kann nicht mehr schweigen. Das war der Anlass eigentlich.
richtig. Wie würden Sie sagen, ist das generell in der Welt, jetzt gerade auch seit 2015 ist natürlich die eritreische Diaspora, Entschuldigung, in Deutschland ja sehr stark angewachsen. Wie ist das Common Sense? Ist das, sind Sie da alle einer Meinung, dass es über das, was Sie jetzt schildern, oder ist da auch so ein wenig eine geteilte Stimmung innerhalb der eritreischen Bevölkerung? Also das kann man so sehen, ja. Also es gibt Anhänger der Regierung. Ob die es gewollt das machen oder ungewollt, ich weiß es nicht, oder aus Eigeninteresse. Es gibt auch eine große Gruppe auch, die schweigt eigentlich, ja, aus Furcht, ja. Aber in der Wohnung, privat, alle kritisieren die Regierung eigentlich, ja. Alle kritisieren das, ja. Aber es gibt wenige Menschen, also das heißt verhältnismäßig, wenige Menschen, die laut ihre Meinung sagen wie ich, oder es gibt auch andere auch, viele auch. Aber seit einem Jahr, 2 Jahren, hat sich so eine Bewegung entwickelt, enough is enough, ja, auf Englisch, ja, also enough, okay. Genug ist genug. Das ist so eine Bewegungswelle, wo in verschiedenen Veranstaltungen in Nordamerika, in Westeuropa, in Australien, wo Menschen sich auch wirklich trauen, ihre Meinung zu sagen und zu sagen, genug ist genug, enough is enough, auf eritreische Akkel. So ein symbolträchtiges Wort neben der alten Opposition, politischen Opposition, ja, es trägt sich irgendwie alles Wähle hinein. Und also die Mehrheit, also innerlich sind die überzeugt, ja, also die Stimmen, auch Eritreer, die in Eritrea gewesen sind, die fragt, ja, also die Menschen haben genug eigentlich, das sagen die auch in Eritrea, aber versteckt sicher, klar. Ja, ja. Und was dazu kommt, ist auch seit ein paar Monaten gibt es auch ein Oppositions Satellitenfernsehen, was in Eritrea versendet wird, das wird auch dort empfangen, ja. Und die Menschen gucken das an, versteckt, heimlich, ja, per Satellit. Und die Regierung versucht immer wieder, das auch technisch irgendwie zu zerstören, ja. Aber das gelingt nicht oft, ja. Und das sind zwei Fernsehsender, die dort auch live senden, also per Satellit, ja. Live senden und von der Oppositionsbewegung Kommentare abgeben und sowas. Und das trägt auch dazu bei eigentlich, dass die Stimmung in Eritrea anders ist momentan, weil es gab ja damals in Eritrea gibt es kein Internet, es wird alles kontrolliert, ja, damit die Leute keine Zugänge zu internationalen Medien haben. Ja, ja, ich habe auch gelesen, wie fast keine Smartphones, es ist gar überhaupt nicht verbreitet. Ne? Also. Ja, ja, die Geräte gibt es, ja, die kann man kaufen, aber es gibt kein Internet, ja. Ah, oder so rum, ja gut, klar, ja, das auch nicht. Ja. Die kontrollieren ja alles, ja, die haben ja Angst, dass es irgendwie von außen etwas übertragen wird, was die Regierung nicht gewählt. Und die Stimmung ist jetzt besser, ja, also es ist gekippt die Frage ist jetzt die Verbindung zwischen Diaspora und Eritrea. Also genau, das wäre nämlich meine Frage, kriegt das denn überhaupt irgendjemand mit in Eritrea, wenn Sie hier oder andere Enough is Enough-Bewegungen initiiert werden? Das muss ja, also das Ziel muss doch eigentlich sein, dass das die einheimische Bevölkerung als Motivation quasi mitbekommt, oder? Richtig, das ist das Ziel eigentlich, ja, das ist das Hauptziel eigentlich, und diese Sender jetzt haben dazu beigetragen, dass diese Stimmung, diese Enough is Enough auch dort ankommt. Das wird auch angeschaut, auch alle Versammlungen, Kundgebungen werden auch dort auch übertragen, werden auch gerne gesehen, werden auch erwartet eigentlich. Ja? Das heißt, die Phase muss man jetzt abwarten. Da muss man vielleicht auch relativieren, weil die Regierung hat ja damals vor mittlerweile 15 Jahren, 20 Jahren die einzige Uni ja, geschlossen. Ja, und es die gibt keine Uni mehr in ganz Eritrea. Ja, die haben ja das geschlossen, weil die Studenten damals auch so eine Bewegung begonnen haben für Demokratie, Menschenrechte. Wurden alle, die Uni wurde geschlossen. Die haben dann so Colleges eingerichtet, die von ehemaligen Generälen, als Professoren geleitet werden, kontrollieren. Ja, also die sind so Dekan und sowas, ja, die kontrollieren ganz oben. Es gibt Lehrer, klar, also Lehrbeauftragte oder Dozenten und sowas, aber die werden von diesen Leuten, Geheimdienste oder Generäle geleitet, ja, um die Menschen ruhig zu halten, ja.
Und also das quasi ist Militärschulen, kann man schon so sagen. Militärschulen, ganz genau. Ja, zumal auch, das Abitur wird ja auch in einer Militärschule in Sauer auch. Das wird ja auch dort abgehalten. Das ist die zweitgrößte Stadt, oder? Und das ist die Flagge jetzt. Das ist die zweitgrößte Stadt, Massawa, ne? Ja, Massawa, also Karen Massawa, ja, aber diese Sauer ist das Sauer, nicht Ah, Massawa, Sauer, okay, Sauer. Entschuldigung. Das ist Nee, als das war ein falsch. Militärausbildungsplatz, wo die Regierung geschaffen hat, wo diese Militärdienste stattfinden. Da Okay. findet auch die Ausbildung statt, ja. Und paradoxerweise, wenn die in der 11. Klasse sind, werden alle Schüler in diese Einrichtung geschickt Aus und ganz das Eritrea, komplett. ja, und das Abitur wird dort zentral gemacht. Und diejenigen, die es schaffen, gute Noten zu haben, werden in die College geschickt. Und diejenigen, das sind die meisten, die das nicht schaffen, werden sofort dort behalten. Dann machen sie ihren Militärdienst dort. Das Das ist nenne ich so quasi mal ein Geschenk. effiziente Motivation zum Lernen. Ne? Das Effizient, ganz genau, ganz ist ja genau. Und sehr das ist, heftig. ja, und das ist, ja, und das ist für unbefristete Zeit, ja, wie Sie vielleicht Ja, mitbekommen haben. das ist ja ein Thema, glaube ich, dieses National Service oder Nationaldienst quasi. Das hört man ja auch selbst in Deutschland öfters, wenn man von Eritrea liest. Ich glaube, es ist ja leider meistens entweder über die Flüchtlingsthematik oder halt über diesen Militärdienst das Thema. Gab es den auch schon immer? Ist das einfach immer schon dieses Machtvehikel gewesen für die Elite oder hat sich das irgendwie jetzt in der Ja. Neuzeit erst entwickelt? Richtig, ja. Das existiert seit 1994, 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Ja. Und das war die Mittel, also die Jugendlichen kontrollieren. Die wollten eine Gesellschaftsgruppe zwingen, die nach ihrem Maßen, nach ihrem Verständnis, nach ihrem Doktrin auch ausgebildet wird. Ja? Das war die Idee dahinter eigentlich. Ja? Diese Kambodscha-Mentalität, ja? Okay. Wo alles gleich ist und nur einer oben ist, das war die Idee. Agrarstaat quasi, also ein Bauernstaat mit. Ja. Und die Frage ist jetzt in Bezug auf die Diaspora. Und auf die Demokratiebewegung, ob dort diese Ansätze dort ankommen, ja, also da muss man auch das ja jemanden auffangen und dann auch wieder irgendwie auch umsetzen, ja. Die meisten sind ja im Militär, das ja eigentlich, ja, also diese Jugendlichen, die das auch tragen können, ja. Die Eltern werden es ja nicht schaffen, auch körperlich das zu machen. Ja. Das ist die Frage jetzt, inwieweit das jetzt Früchte trägt. Was wir hier gemacht, was wir hier machen, die Diaspora-Bewegung, Demokratiebewegung, das wird interessant sein. Das müssen wir jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren noch beobachten, ja, wie Und weit jetzt ja, das dazu beiträgt. unabhängig jetzt von dem Effekt, den so eine Bewegung auf die Diaspora im Inneren von Eritrea hat, wie schätzen Sie ein, was gäbe es noch für Möglichkeiten? Ich meine, ist natürlich jetzt zumindest aus deutscher Perspektive oder europäischer Perspektive von Seiten der Institutionen hier Druck auszuüben. Ich meine, es ist natürlich naiv zu sagen, man würde jetzt da einmarschieren oder sowas. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber was wären denn realistische Möglichkeiten, mit denen von außen Eritrea noch irgendwie beeinflussbar wäre Also oder? das ist realistisch, was wir von der EU, richtig, was wir von der EU oder von Deutschland oder von Ländern erwarten, ist eigentlich, dass die Regierungen Sanktionen gegen Eritrea verstärken. Erstens, zweitens, dieser 2%iges Aufbausteuer, was die Regierung Gelder hier eintreibt. Das Geld bleibt ja hier im Ausland, ich weiß, oder sowas, ja. Das wird ja vom Konsulat oder Botschaften auch eingetrieben, dass Okay. das wirklich auch von der EU auch eingehalten wird, dass es auch boykottiert wird, gestoppt wird. Das ist ein finanzielles Mittel für die Regierung eigentlich. Ja? Das ist eine Einnahme. Dadurch finanzieren sie ihre Sicherheitsapparate, ja? Ob Ja. das im Ausland oder im Inland auch, ja? Dass das irgendwie trockengelegt wird. Das wäre eine realistische Forderung eigentlich von uns. Das zu machen, anderes Sanktionen auch, wirtschaftliche Sanktionen. Aber Das wäre eigentlich die Regierung empfindlich treffen auch. da würde ich fragen, für Wirtschaftssanktionen müsste man doch auch erstmal wirtschaftliche Beziehungen führen. Jetzt haben Sie Eritrea als sehr isoliert geschildert. Gibt es denn große Handelsbeziehungen zu anderen Ländern, die man sanktionieren könnte? Also,
Eigentlich, also es gibt ja, also mit Kanada, also nicht Kanada, also eine kanadische Firma macht diese Goldvorkommen, wird von denen gefördert. Und also es gibt so ein paar Strukturen mit arabischen Ländern, Emiraten oder sowas auch. Aber im Grunde genommen eigentlich keine Kontakte eigentlich sozusagen, ja, das ist isoliert, ja, alles, ja. Und wenn man irgendwie solche Unternehmen irgendwie ja daran hindern würde, ja, dann wären auch die Einnahmequellen irgendwie trocken und die Regierung hätte weniger Möglichkeiten an Devisen zu kommen, ja. Und das wäre eine Maßnahme gewesen. Okay, wenn das man heißt, bedenkt, die meisten Eritreer leben ja von der Diaspora Geldüberweisungen, ja. Ah, okay. Das heißt, Rücküberweisung. Ja, Rücküberweisungen, und das sind also Milliarden, ja. Also wenn man bedenkt, über 2 Millionen Eritreer im westlichen Hemisphäre überweisen Gelder an die Eltern, Geschwister, Verwandte, was auch immer, ja. Davon leben ja die Eritreer. Ja, 1.000 Euro pro Person, dann sind wir ja schon bei Milliarden, ja. Das ist Milliarden, richtig, ja. Also pro Jahr, also pro Person 1.000 Euro, das sind Milliarden, ja. Und davon leben die auch. Davon leben die auch die Menschen auch gut in Eritrea. Die Regierung hat auf dieser Seite eigentlich ihre Sicherheit, ja. Es gibt keine Hungerskatastrophen in Eritrea, verglichen mit anderen. Das ist ja schon mal. Ja, weil, aber das hängt, aber das ist nicht das Verdienst der Regierung, sondern das Verdienst der eritreischen Diaspora eigentlich, okay. Ja. Jeder überweist an die Eltern, an die Geschwister Gelder eigentlich, ja. Und das ist diese Verbindung eigentlich, ja. Auf der anderen Seite ist es gut, ja. Auf der anderen Seite hält es auch das Land auch stabil eigentlich, ja. Ja, natürlich. Ja, und das sind halt diese Ambivalenz eigentlich, ja. Wie man es schwierig da auch eine Stellungnahme abzugeben, bezüglich jetzt der Stabilität der Menschen, damit sie was essen. Natürlich, wenn keine Medien oder keine Internetzugänge existieren, ist es ja auch nur Schätzung, die man wahrscheinlich vornehmen kann. Ne? Richtig. Aber wahrscheinlich ist das wirklich das, also das erlebe ich jetzt ja öfters, da ich in meinem Format ja auch viele andere Länder betrachte, die auch sehr, sag ich mal, isoliert sind von der Außenwelt in vielen Punkten. Jetzt Swasiland, Eswatini war eins. Dass ja oftmals vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung auch geknüpft werden kann an die Technologisierung. Also ich weiß nicht, inwiefern man von außen das Internet jetzt steuern könnte, dass es dort zur Verfügung stünde. Aber zumindest es wird ja irgendwann auch dorthin vordringen. Also ich glaube, man kann es ja nicht komplett aufhalten. Ne? Das heißt, einen technologischen Fortschritt wird man ja irgendwann bemerken können. Schwierig, also solange die Regierung das selbst kontrolliert. Ja, die Internetzugänge müssen ja von der Regierung in Infrastruktur gebracht werden, installiert werden, gefordert werden. Ja, solange das nicht geschieht, ja, dann wird es wirklich schwierig. Ja. Das heißt, auch die Regierung hat nicht selbst, aber das wäre jetzt meine Unterstellung, dass die Regierung für sich selbst Internet hat, aber das nicht an die Bevölkerung weitergibt. Ja, sie hat diese Einrichtungen sogar im Jahr 1995 hat Siemens einen großen Auftrag gehabt bezüglich der Telekommunikation. Die haben Telekom, alle Infrastruktur auch gebaut. Dann später von ja. Und sogar Siemens hat dazu auch beigetragen, diese Sicherheitsaspekte, Kontrolle, Spione, auch so die modernste Infrastruktur auch installiert. Dadurch werden alle Telefonate nach Eritrea abgehört, kontrolliert und sowas. Ja, die Regierung hat all diese Einrichtungen eigentlich, ganz modern, aber das geht nicht weitergegeben an die Bevölkerung. Mhm. Das heißt, wenn die Regierung das blockiert, ist es schwierig auch für die Menschen, das auch zu bekommen, damit sie auch vom Außen Kontakt haben. Unsere einzige Hoffnung ist eigentlich jetzt, dass diese Diaspora-Satellitenfernsehen oder Kommunikationsmittel Eritrea erreichen vom Außen. Die werden ja von der Regierung nicht kontrolliert oder die sind in der Lage, das zu kontrollieren, ja. dass durch die Leute irgendwie aufmerksam werden, aufgeweckt werden, auch dass sie auch mitbekommen, was hier gemacht wird. Ja, sehr, sehr verzwacktes Thema. Ich glaube, das ist, bis man das mal durchdrungen hat im Ganzen und dann auch, das ist ja auch etwas, was man muss sich ja immer zwingen. Ich wette, Sie haben da ja auch, ich meine, haben Sie gesagt, Sie sind katholisch, aber es ist ja auch nicht einfach, da einmal auch hoffnungsvoll zu bleiben und positiv bei diesem Thema. Es ist ja etwas sehr, sehr Negatives einfach. Ne? Das ist richtig. Ja, also wenn man bedenkt, das ist ein langer Prozess eigentlich. Das geht nicht von heute auf morgen. Das wird die Jahre dauern. Ja. Erstens, was man
auf der anderen Seite die Hoffnung verliert, ist, dass viele Jugendliche immer noch das Land verlassen. Ja? Die sind ja die Hoffnungsträger eigentlich, ja? Die Studenten, ja? Das sind die Ja. Intellektuellen. Ja. Ja? Die wandern ja alle aus. Ja? Wer soll denn diese Bewegung, diesen Wandel tragen? Ja? Das ist die eine Frage. Und die zweite ist eigentlich auch die Möglichkeiten für die Opposition. Sind die kaum vorhanden, überhaupt nicht vorhanden? Ja? Und das ist die zweite Sache eigentlich. Ja? Deswegen sagt man manchmal, ach Gott, wird es irgendwann gut gehen? Ja. Ja. Ich meine, wie vielleicht jetzt mal ein bisschen um den Zoom, den wir jetzt auf Eritrea ein bisschen rauszuholen. Sie sind ja auch Politikwissenschaftler. Wie sehen Sie denn im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Eritrea auch die umliegenden, ja, ich will nicht sagen Failed States, aber zumindest diese großen Krisenstaaten, beispielsweise in Somalia oder auch jetzt im Nordsudan, der aktuell in einer großen Krise sich befindet. Gibt es denn da Parallelen oder auch Verbindungen zwischen diesen Ländern? Oder wie erklären Sie sich so ein bisschen diese großen Probleme, die in dieser Region einfach ja, ich meine, Äthiopien war ja auch lange Zeit eigentlich ein Sorgenkind und ist jetzt langsam erst im Begriff aufzusteigen. Wie betrachten Sie das in den letzten Jahren, diese Krisen in dieser Region? Also sehr, ganz schwierig. Also Somalia gilt ja, wie Sie gesagt haben, als Failed State. Und das seit 30 Jahren eigentlich vom Bürgerkrieg zu Bürgerkrieg, von diesen verschiedenen Strömungen, Bewegungen, hat sich Somalia überhaupt nicht erholt. Ja? Bezüglich Sudan ist auch noch so ein Fall. Ja? Das sind also viele internationale Akteure, die daran kein Interesse haben. Das ist ja, sozusagen gilt ja alles reich an Rohstoffen, ja, ja unermesslich. Ja, also auch ein riesiges Land, ne? Das ist ja riesiges Land und ja, also da haben also alle internationalen Akteure, also ob Amerika, Russland, andere Interessierte, haben eigentlich kein Interesse daran eigentlich, ja, dass es ja Stabilität kommt. Und die Betroffenen, die Machthaber, bekriegen sich gegenseitig. Ja? Wer hat denn die Macht eigentlich? Ja? Dadurch kommt das Land eigentlich nicht in Ruhe. Auf der anderen Seite, also wenn man Eritrea betrachtet, unsere Hoffnung oder meine Hoffnung ist eigentlich, an diesen Staaten ist ja der Staat an sich gefallen, besteht nicht mehr, also theoretisch, ja. Also, ja? Der Zusammenhalt ist auch nicht so groß, ja. Aber was wir haben, wir als Eritrea, ob im Ausland, Inland, Opposition oder Pro-Regierung, wir wollen alle unsere nationale Einheit bewahren eigentlich. Also es gibt keine weiteren Unabhängigkeitsbewegungen innerhalb Eritreas. Nee, das auf jeden Fall nicht. Und alle wollen Eritrea beisammenhalten als politische Einheit. Und dieses Gefühl eigentlich, wir wollen doch an 1991 fortfahren, ja? Ja, nach der Unabhängigkeit, weil wir aufgehört haben eigentlich. Ja? Und jeder will auf diese Weise oder anders Weise auch da weitermachen. Und das ist unsere Stärke eigentlich, dass wir. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, so stimmt, Somaliland innerhalb Somalia ist ja auch wieder, überall wird sich abgespalten, aber das ist wahrscheinlich abgespalten, das Alleinstellungsmerkmal, ja, Eritreas. Richtig, ja, also Clans abgespalten, jeder hat seine Gruppe in Somalia, in Südsudan, Äthiopien auch, genauso, ja. Aber was wir, unser Plus ist eigentlich, wir wollen Eritrea als Einheit behalten und wir wollen auch da weitermachen, wo wir aufgehört haben eigentlich. Das ist unsere Hoffnung eigentlich jetzt, ob das im Ausland, Diaspora oder in Eritrea ist. Da knüpfen wir die Hoffnung an und dass wir irgendwie da weitermachen. Wir haben auch eigentlich, das ist auch dadurch entstanden in der Unabhängigkeitsbewegung Krieg, in den 30 Jahren, wo das Gefühl der Nationalität stärker geworden ist, ja. Also jetzt Nationalität oder nicht Nationalismus, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Wir als eritreische Identität wollen gemeinsam unabhängig werden, für Ungerechtigkeit kämpfen. Also dieser Zusammenhalt existiert immer noch eigentlich. Das ist unsere Hoffnung. Das ist interessant. Ich meine, vielleicht ist mir die Geschichte noch nicht in dem Maße bewusst. Sie sagten es ja eingangs, ich habe so ungefähr die osmanische Kolonialzeit und dann später die italienische Kolonialzeit vor Augen. Ist denn dieses Gebiet immer schon auch zusammenhängend gewesen oder wie erklären Sie sich, dass das so uneingeschränkt sich immer alle auf dieses gesamte Gebiet Eritrea beziehen und nicht wie in anderen Ländern, dass sich da kleinere Teile von nochmal abspalten?
Richtig. Also historisch, wie gesagt, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, die Einheit, also dieses Gebiet, also Abessinien, ja, Ja, also Großteil Abessinien ist genau, ja weil das war ja noch größer Eritrea, eigentlich, ne? ja, Eritrea und dann, also das Rote Meer, Eritrea und der Tigray, also der Norden Äthiopiens, die sprechen auch die gleiche Sprache wie in Eritrea auch, ja, also nur Aha. die Kolonie kam dazwischen, hat dann eine Linie gemacht, ja, die haben eine gemeinsame Geschichte eigentlich, ja, wo das. Wenn man vielleicht, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie mal, also Achsumreich, Abessinien, galt damals vor Christi Geburt eine der größten Weltmächte damals, also Okay. Ja, es ist ja Handelsmacht. eine super Lage, ne? Also das Ja, Rote Meer super mit Frage. Und Ägypten ja, und dem Indischen Ozean, das ist ja richtig. Und die haben auch perfekt, ne? damals Handel gehabt mit China, Indien, Persien, Griechenland, Rom. Ja? Und dadurch hat sich damals das Land entwickelt. Wir haben als erstes Land überhaupt Afrikas unsere Schriftzeichen gehabt. Wir haben auch die gleichen Schriftzeichen, Schreibtisch. Und als historisches Gewachsen eigentlich. Ja? Und dann Christianisierung, dann die Befreiungsbewegung später. Also es gibt diesen Es Zusammenhang gibt viel aus einer Hochkultur Zeit. vielleicht, ne, was den Leuten noch bewusst ist dann Ja, wahrscheinlich, ne? eine Hochkultur, der seit fast 4000 Jahren existiert eigentlich, ja. Dieser Zusammenhalt, diese Existenz, ja, gibt auch den Menschen auch Halt eigentlich, ja. Also nicht wie künstlich zusammengebaut vor 200 Jahren oder Nee, nee, so. nicht wie viele Das ist afrikanische Länder, die dann auf der richtig, Landkarte richtig. Und gezeichnet das, wurden. ja. Ja. Ja, das ist interessant. Jetzt sagten Sie ja bereits, Sie sind aktiv und machen viel. Was wären denn Möglichkeiten für beispielsweise interessierte Hörer, die jetzt sagen, ja, ich möchte mich zu dem Thema nochmal näher befassen oder möchte beispielsweise da unterstützend tätig werden bei Organisationen in dem Fall? Was würden Sie denen raten? Wie könnte man sich da auch als Deutscher, das ist ja ein Format, was sich auch auf der deutschen Sprache dann vermutlich an viele Deutsche richtet, was für Möglichkeiten gibt es da? Ja, also besonders im Sommer, mittlerweile ist leider jetzt vorbei, im Sommer gibt es ja vier Veranstaltungen zum Thema Eritrea, es gibt Festivals im Raum Frankfurt, also Frankfurt gilt ja Frankfurt ist, als. glaube ich, so eine große, da ist viel, ne? Ich meine, ich Ja, sah das auf ja. Ihrer Website auch, katholische Gemeinde, eritreisch-katholische Gemeinde Frankfurt, das ist Ganz so. genau, auch die vielen Oppositionsgruppen sind auch hier heimisch. Viele Veranstaltungen werden weltweit hier in Frankfurt gemacht. Wir hatten, wie gesagt, es sind zwei, drei Festivals. So Anfang August hatten wir auch ein Festival in Frankfurt, an der Universität Frankfurt. Okay. Und dieses Wochenende gibt es auch noch ein Festival. Festival in dem Sinne, Diskussion zu Thema Eritrea, Beteiligung, sind die zivile Gesellschaften auch aktiv. Es gibt auch viele Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, auch. Die machen auch viel zum Thema Eritrea, Ja. Veranstaltungen, Informationen. Also es gibt vieles eigentlich, ja. Wenn man die Websites betrachtet, da kann man auch Connections haben und dann auch Fragen auch stellen oder ja. Fragen auch beantwortet bekommen. Also besonders im Sommer. Und es gibt auch so Abend verschiedene Vortragsreihen auch. Dieses Jahr habe ich nicht viele gemacht, aber letztes Jahr habe ich viele Vortragsreihen auch gemacht, verschiedene Regionen in Deutschland. Also es gibt viele, die das so machen. Und da kann man auch aktiv werden, denke ich mal, oder Informationen auch holen oder sowas, ja. Ja, das ist Und ja. konkret kann man auch mit Personen Kontakt haben und dann, ja, je nachdem, nach Informationen fragen. Ja. Ja, super, dann würde ich das auch einfach in die Linkliste mitpacken. Vielleicht können Sie mir noch so ein, zwei Links zum Enough is Enough geben und dann würde ich das mit einspeisen. Das ist, ja, man muss vielleicht auch jetzt gerade die Zeit nutzen, weil ich meine, Eritrea ist ja jetzt immer öfter auch in den Nachrichten. Ich habe immer das gute Beispiel eines guten Freundes, den ich früher immer als sehr, sehr, oder den halte ich immer noch als sehr kompetent, aber von dem ich dann erfuhr, als er meinen Podcast hörte, dass er Länder wie Benin oder so noch nie gehört hat. Da muss man sich ja auch glücklich schätzen, wahrscheinlich für Eritrea, dass die jetzt zumindest in der Wahrnehmung gerade stattfinden, ne? Und dass man das vielleicht nutzt, die Gunst der Stunde, um dafür ein wenig Mitstreiter zu gewinnen, die einem da helfen im Kampf gegen Auf den jeden Fall, Einheitsstaat. auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall. Das war ja ein sehr lockeres, aber auch wirklich informatives Gespräch. Und bei Zeiten, vielleicht haben Sie Lust, ich betreibe ja diesen Podcast in dem Maße, dass ich die Länder alphabetisch quasi durchgehe. Wenn Ihnen da auch nochmal zum späteren Zeitpunkt beispielsweise bei Somalia oder der Sudan nochmal selber, wenn Sie da Lust haben, nochmal näher darauf einzugehen oder vielleicht auch jemanden haben in Ihrem Bekanntenkreis, den Sie mir dazu empfehlen können, bin ich natürlich auch sehr dankbar und ja, bedanke mich aber auf jeden Fall schon mal für Ihre Zeit und
wünsche Ihnen dann alles Gute weiterhin und einen schönen Restfreitag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, für die Möglichkeit, dass ich auch dazu was beitragen kann. Und in Zukunft können Sie gerne jederzeit mich anrufen, schreiben, kontaktieren und für weitere Informationen. Ja. Vielen Dank. Ja. Alles klar, danke, Herr Dr. Gemayi, und bis auf bald. Ja, viel Erfolg auch für Ihre Arbeit. Ja. Dankeschön. Ja, gerne. Tschüss.